Zurzeit gibt es wohl kaum einen Ort in Deutschland, an dem es die Menschen nicht gerne tun. Die Rede ist vom Picknick. Essen im Freien steigert für viele nochmal den Genuss, auch wenn das in diesen Tagen die Wespen leider ähnlich sehen. Lena Wenkebach will die Berliner in Sachen Open-Air-Essen so richtig auf den Geschmack bringen. Willkommen in Lenas Welt, in der sich alles ums Glück im Grünen dreht und das will sie anderen in die Hand geben. Denn Lena verleiht Picknickkörbe. Ich habe selber mal ein Picknick zusammengestellt und es war so aufwendig mit Kochen und mit verschiedenen Salaten und Einkaufen etc., dass ich dachte, ein Verleih, wo man alles fertig bekommt, inklusive Korb, Ausstattung, Essen und Getränke, ohne den Finger krumm zu machen, könnte was sein, was ich auf jeden Fall nutzen würde. Picknick All-Inclusive gibt's auf dem Tempelhofer Feld. Einst Berliner Flughafen, jetzt Flugübungsplatz und Rennstrecke direkt vor Lenas Laden. Also was hier manchmal an Marke Eigenbau vorbeischießt, in Fahrrädern mit irgendwie kleinen Rädern unten und Riesenrädern oben oder diese ganzen Windsportarten. Also da sind Sachen dabei, die habe ich noch nie gesehen und die sehen für mich auch echt krass gefährlich aus. Guten Tag. Und auch die Fahrer staunen nicht schlecht. Jetzt hier, weil's ganz neu ist. Ja, wir sind ein Picknickkorbverleih. Also wenn ich jetzt sag ich mal spontan mit meiner Freundin, ich hab erstmal nicht die ganzen Schleppereien zu Hause, den Einkauf nicht. Ja, klar. Also für mich käme das mit Sicherheit in Frage. Erstmal. Und auch ohne Korb gibt es die nötige Verpflegung. Soll ich die direkt aufmachen? Ja, das wäre nett. Ja, die sind so sofort Genuss. Ich fand's spannend. Ja. Ich bin schon öfter mal vorbeigelaufen und das Ganze gesehen. Aber mit den Jungs ist es nicht so die perfekte Möglichkeit. Warte ich dann, mache ich mit meiner Freundin vielleicht mal. Täglich sind rund 10.000 Besucher auf dem Tempelhofer Feld. Zwei Personen? Ja. Da lassen auch erste Picknickwütige nicht auf sich warten. Dann fange ich mal an, so die Grundsachen zusammenzustellen und dann sagt ihr mir danach, was ihr noch essen und trinken wollt. 10 Euro kostet die Grundausstattung mit allem, was man sonst gern vergisst. Ein Flaschenöffner, ganz wichtig. Und auch kleine Picknicker wurden bedacht. Für Familien, also ich dachte mir, es wäre ja blöd, also Picknick ist ja gerade so ein Familiending und angenommen, da ist ein kleines dabei, dann habe ich auf jeden Fall auch vorgesorgt, falls das auch Hunger kommt, aber noch nicht den koreanischen Gurkensalat essen kann mit Chili drin, dass es halt so ein bisschen Auswahl gibt an Babynahrung. Diese beiden aber haben ein Ü18-Menü gewählt. Der Couscous, ach nee, genau, der Vanillequark, der Couscous-Salat. Was zu trinken und ich sehe, Spiel habt ihr euch schon ausgesucht. Wollt ihr zum Croissant noch eine Marmelade dazu haben oder eine Tomaten-Thymian-Butter für die Brezel? Gerne. Ist eigentlich auch ganz lecker. So, hier nimm alles mit, dreckiges Geschirr, gibst wieder ab, alles super, gehst wieder weg, alles schön. Dann viel Spaß beim Picknick. Danke. Danke, bis dann, tschüss. Lenas Picknickkörbe sind eine Kunst für sich. Hallo Christoph. Und die kreiert sie mit dem Küchenmeister ihres Vertrauens, der daraus gerade schon etwas gezaubert hat. Flusskrebssalat mit grünen Spargelhatze und Erbsen sind hier drin. Und hier ist ein Flusskrebssalat mit roten Zwiebeln, mit so einer Himbeeressig-Marinade gemacht und Sonnenblumenkerne nochmal so als frische Kick dazu. Nüsse sind immer gut. Na dann, bon appetit. Mm. Oh, sehr gut. Der Spargel-Flusskrebssalat qualifiziert für den Picknickkorb. Ich habe halt Wert darauf gelegt, wenn man picknicken geht, dass es halt nicht so 0815 ist, sondern dass es besondere Sachen gibt. Eigentlich hat Lena Kommunikationswissenschaft studiert, in verschiedenen Agenturen gearbeitet, aber den größten Spaß hat sie hier. Richtig eiskalte Cola. Zwei, ja? Ja, bitte. Gerne. Aufmachen, Jo? Ja, wir trinken die gleich hier. Okay. Ihr seid ja voll im Partnerlook. Ja, immer so. Nicht alle machen Halt an ihrem Fenster, aber auch das ist zu verkraften bei diesem Ausblick. Den Lena so liebt, wie immer neue, kreative Ideen. Ich finde es immer schön, mutige Wege zu gehen und ein bisschen innovativ oder anders zu sein, als so diesen klassischen Bürojob, 9-to-5. Das habe ich auch alles gemacht und ausprobiert, aber im Moment kann ich sagen, dass ich hier total glücklich bin. Und so genießt die Picknickfee ihren Feierabend und ihre Aussicht auf den wohl größten Vorgarten Deutschlands.